Halleluja. Einen gesegneten Morgen, liebe Geschwister. Herzlich willkommen in Jesu Namen, auch all diejenigen, die uns zugeschaltet sind. Was sind wir doch gesegnet, dass wir das Wort Gottes haben in unserem Herzen. Psalm Kapitel 41, Vers 1. Psalm 41, Vers 1. Glücklich sind die, die den Armen helfen, denn Gott wird ihnen helfen, wenn sie in Not sind. Vater, wir danken dir, Herr, für deine Gnade, wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns führt in Kraft und in Wahrheit, und wir danken dir, Herr, dass du uns geliebt hast, Herr, dass du uns gesucht hast, wo wir noch arm, wo wir hilflos, wo wir nackt waren, Herr, wo wir nichts waren. Aber du hast uns, Herr, in deiner Liebe und in deiner Gnade hast du uns errettet. Und heute dürfen wir in deiner Liebe gehen. Vergib, aber wo wir es oft vergessen, dass nur deine Gnade ist, Herr, die macht, dass wir in deiner Liebe gehen dürfen. Und wir verheißen die Zusage deines Wortes, Herr, in Jesu Namen. Amen und Amen. Interessant, wie wir als Kinder Gottes berufen sind und einen Auftrag haben für die Armen. Luther, glaube ich, war es, der sagte, dass eines Tages wird unser Dienst dem Herrn gemessen werden an unseren Dienst an den Armen. Gottes Gemeinde, die Gemeinde Jesu Christi, die hat einen Auftrag. Einen Auftrag in Bezug auf den Armen. Etliche übersetzen den Schwachen, Schlachter übersetzt den Armen. Die Neues Leben übersetzt auch den Armen. Wir haben einen Auftrag hier auf Erden. Es ist die Gnade, die wir empfangen haben, weiterzugeben an diejenigen, die nicht so bevorteilt wurden wie wir. Wir haben so viele Vorteile, die wir in der Gnade Gottes erleben durften, und oft vergessen wir das. Wir vergessen diese Gnade, wir vergessen, dass Gott uns führt, und wir vergessen. In Sprüche 28, Vers 27, wer dem Armen gibt, dem wird das an nichts fehlen. Wer aber die Augen vor der Armut verschließt, wird verflucht sein. Den Auftrag, den Gott uns gibt, und interessant ist es, dass eigentlich die erste Aussage offiziell, die Jesus gab in Bezug auf ihn, in Lukas Kapitel 4. Er kommt in der Synagoge von Nazareth und er zitiert diesen Bibelvers aus Jesaja 61 und er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Der erste Auftrag, den Jesus zitiert, ist arme Leute. Und das war etwas, womit er sich identifiziert hat. Obwohl er reich war, kam er auf diese Welt in einen total armen Zustand. Und er hat nie Gebrauch gemacht von irdischen Gütern, von irdischer Macht, von irdischem Reichtum, um seinen Dienst voranzubringen. Sondern er selbst sagt über sich, er hatte nicht, wo er sein Leib hinlegen konnte. Er hatte nicht, wo er seinen Kopf auf dem Kissen legen konnte. Weil er hat sich entschieden, sich für die Armen einzusetzen. In Hiob lesen wir Kapitel 29, Vers 16, den Armen wurde ich ein Vater. Sind wir wirklich ein Vater für die Armen? Ich erinnere mich, wo ich Bibelschule machte damals, ich diskutierte mit einem Kollegen, wir gehen auf die Straße und diskutierten über dieses Wort Armut in Griechisch und Hebräisch. Und als wir da vorbeigingen, war da ein Bettler und der bat etwas. Und ich schaute den Bettler ein und mein Freund schaute mich an und sagte, hörst du überhaupt, was ich sage? Und wir gingen weiter und diskutierten. Und wenn ich heute zurückdenke, oft sind wir so als Christen. Wir haben so viel Diskussion, wir setzen uns so viel ein, um mehr Erkenntnis über das Wort. Aber wir vergessen eigentlich das Ziel des Wortes. Das sind die Menschen. Gottes Liebe gilt zu den Menschen. Mein Vater sagte, dein Herz ist für Gott nur so weit offen, wie dein Portemonnaie für Gott offen ist. Und oft sind wir ein bisschen knauserig geworden, wir als Gemeinde Jesu Christi. Ah, wir sind so, ich erinnere mich, ich hatte immer so ein frommes Sprüchlein, ich gebe den Armen kein Geld, damit sie ihn nicht in ihren Süchten missbrauchen. Stellen Sie mal vor, wenn Gott mit uns so handeln würde, wenn er uns nicht segnen würde, damit wir es nicht mit unseren allen Abhängigkeiten, die wir haben, missbrauchen. Gott, er segnet uns, damit wir den Menschen segnen, damit wir den anderen Menschen können ein Segen sein. Wie wunderbar, dass wir in der Gnade Gottes gehen dürfen und dass Gott uns führt in seiner Kraft. Wir sind berufen. Und der größte Ruf der Gemeinde Jesu Christi ist gezielt auf den Armen. Wir haben von Gott eine Berufung und wir als Menschen, wir sind wertvoll von Gott, unabhängig von unserem Status. Aber wir so leicht beurteilen Menschen, weil sie arm sind
und ehren sie nicht mehr. Wir kritisieren. Wir geben uns die Freiheit ein Richturteil über sie zu fällen, weil sie in Drogen sind. Wir haben keine Ahnung von den familiären Herkunft, wie viel Not in der Familie war. Und wir sind berufen zu segnen, zu helfen und nicht zu fluchen und zu kritisieren. Gottes Wort ermutigt uns und einer der Worte, die wir am meisten in der Bibel finden, ist das Wort Arme. In jedem Buch der Bibel spricht es über unsere Haltung den Armen gegenüber. In Lukas Kapitel 12 sagt Jesus, verkauft euren Besitz, Vers 33, und gebt das Geld den Armen. Sammelt euch auf diese Weise einen Vorrat, der nicht alt wird und niemals zu Ende geht, einen Schatz im Himmel. Diesen Schatz kann kein Dieb stehlen und keine Motte zerfressen. Es ist interessant, wie schnell wir uns empören über Menschen, die uns finanziell ausgebeutet haben. Aber wir sind so tolerant, wenn unsere Kinder irgendein wichtiges, ein teures Ding zerstören. Es ist selbstverständlich. Oder du hattest einen Verlust an der Börse. Ich habe einen guten Freund, der hat sehr viel an den Bitcoin verloren. Sagte, ach, es passiert eben. Aber wenn wir ein klein bisschen den Armen geben, gleich haben wir so viele Kommentare darüber. Und unser Herz ist nicht mehr da, wo Gott unser Herz haben möchte. In Lukas 14 ladet Jesus einen Mann ein. Und in Vers 12 sagt es, da wandte Jesus sich an seinen Gastgeber. Zu einem Essen solltest du nicht nur deine Freunde, Geschwister, Verwandte oder reiche Nachbarn einladen. Sie werden dir danken und dich wieder einladen. Dann hast du deine Belohnung schon gehabt. Bitte lieber die Armen, Verkrüppelten, Gelähmten und Blinden an einem Tisch. Dann kannst du dich glücklich schätzen. Hast du schon mal jemanden gekannt, der armen Menschen hilft? Jemand, der irgendwo in der Pampa lebt und mal ganz abgeschieden und hat sich den Armen gewidmet? Ich kenne einen Mann, er war Ingenieur. Er hat einen sehr hohen Posten in einem Konzern und hat sich entschieden, in Amazonas am Fluss dort und etliche Communities, die da sind, die zu helfen. Und wenn du ihn heute besuchst, eigentlich sein Outfit, er ist total verwahrlost, aber er hat eine Freude in sich. Ich denke, wie kann das sein? Früher war er so reich und er war ein mürrischer Mann. Heute ist er glücklich. Und wir merken oft gar nicht, die Bibel sagt, dass wenn wir allem helfen, wir werden glücklich. Weil das ist unsere Berufung. Unsere Berufung ist zu helfen. Unsere Berufung ist zu trösten. Unsere Berufung ist zu ermutigen. Wir sind nicht berufen, um zu richten, um zu kritisieren, um in Frage zu stellen, warum dies oder das. Wir sind berufen, um zu segnen. Und wie schön, wenn wir diesen Segen, 2. Korinther 9, sagt der Apostel Paulus in Vers 9, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und gegeben den Armen und seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Es ist schön zu sehen, wie Jesus Menschen sieht, die in Armut waren. Die Bibel sagt, eines Tages war er im Tempel und er beobachtete, wo in dem Kasten, wo die Kollekte war, wo jeder kam und da kam eine arme Frau mit ein paar Münzen und er bewundert und er lobt und er redet und er bringt es in seinem Wort hinein, diese paar Münzen, die diese Frau in den Opferkasten hineingebracht hat. Wir vergessen oft, dass wir berufen sind, Menschen zu sehen, Menschen zu helfen, uns für Menschen einzusetzen. Hauptsächlich die komischen Menschen und von denen gibt es viel auf dieser Welt. Aber wir dürfen in der Gnade Gottes gehen, wir dürfen wissen, dass Gott uns führt, dass er diese Verheißung in unserem Leben hat und dass wir in seiner Gnade gehen können. Wir haben die Verheißung, die Gott uns gibt, dass wenn wir zu ihm kommen, und die erste Verheißung ist die Verkündigung des Evangeliums den Armen. Und mein Gebet ist, dass wir nicht vergessen möchten, wie wir eines Tages waren, wo Gott uns gefunden hat. Die Bibel sagt, wir waren arm, tot, nackt und bloß. Aber seine Gnade hat uns erreicht und Gnade bedeutet unverdiente Gunst. Aber ich möchte, dass die armen Menschen ihre Gunst verdienen und wir so leicht labeln sie als faule Leute, als die nicht arbeiten wollen, kennen aber die Geschichte gar nicht. Und wie schnell setzen wir unser Geld für viele Sachen ein und vergessen die Not. Ich erinnere mich an einen guten Freund, er ist Pastor in Curitiba. Und er sagt, sein Vater, jedes Mal, wenn sie einkaufen gingen, genau den gleichen Einkauf, den er für die Familie machte, machte er noch einmal für einen bedürftigen Nachbarn. Und er hat das jahrzehntelang hat er das gemacht. Und er hat nicht in Rente investiert. Er sagt, er investierte in dem. Und er ist jetzt schon älter, schon über
über 80 Jahre. Und jetzt hat man entdeckt, dass er während dem Zweiten Weltkrieg eigentlich gedient hat. Und er hat jetzt eine hohe Rente bekommen. Der eine Nachbar sagt, das ist unfair. Ich habe mein Leben lang investiert in die Rente und ich kriege eine kleine Rente. Und dieser Mann hat ein Leben lang nur die Armen geholfen und kriegt jetzt eine große Rente. Ich finde das wunderschön, wie Gott einen himmlischen Standard hat für unser Leben. Wir sind gesegnet. Aber wenn wir möchten in der Gnade Gottes gehen, ist es Zeit, dass wir die Armen sehen. Dass wir die Menschen sehen, die es nicht so gut haben wie wir. Menschen, die in Not sind, die in Angst sind. Es gibt nur unter den verfolgten Christen über 300 Millionen, die in tiefster Armut leben. Geschweige all die anderen. Und wir haben sehr viele Menschen in Not. Und wir können Menschen helfen. Wir können Menschen helfen privat. Wir können Menschen als Gemeinde. Wir können Menschen als Familie. Wir können Menschen helfen und ihre so viele Anliegen, die sie haben, damit sie vorankommen. Und dass wir wirklich unser Herz öffnen und zulassen, dass der Heilige Geist uns führt, dass wir Menschen helfen können. Und er schenkt uns diese Gelegenheit. Und unser großer Dienst ist nicht an den Großen, sondern unsere größten Dienste sind an die Kleinen. Wir werden nicht gemessen werden eines Tages von unserer großen Rhetorik, von all unserem Wissen, von unseren Diplomen, von all unseren Gehaltserhöhungen, von der Beförderung, von den Investitionen, von das Glück, das wir hier hatten mit der Börse. Wir werden gemessen werden an unserer Haltung den Armen gegenüber, den Bedürftigen. Diejenigen, die nicht wissen, wie es weitergeht, die nicht wissen, wie sie ihren Tag erleben. Und oft vergessen wir das, dass wir berufen sind. Wir sind anders als die Welt. Wir haben die Liebe Gottes in unserem Herzen. Und er befähigt uns und er hilft uns. Und sein Geist führt uns, damit wir ein Segen sein können. Denn wir sind ja nicht alleine. Wir haben ja den Herrn, der uns führt. Und alles, was wir haben, gehört ja dem Herrn. Und dass wir das möchten lernen zu investieren in seinem Reich. Dass wir lernen möchten, ihm die Ehre zu geben. Und die Gemeinde Jesu zu sehen, wie Jesus sie sah. Jesus sah die Armen. Dass wir doch unsere Augen nicht verschließen möchten vor diejenigen, die so viel Not, für diejenigen, die so Armut haben, vor diejenigen, die nicht mehr wissen, was es heißt, Freude in ihrem Leben zu haben. Weil der Feind sie geschlagen hat mit Angst, mit Blindheit, mit Armut und mit Unterdrückung. Aber wir haben in Christus Jesus die Lösung, wir haben die Freude, wir haben ein Herz, das nicht nur verändert, sondern das ausgetauscht wurde vom Herrn. Wir haben die Fähigkeit, Menschen zu lieben, selbst wenn sie uns hassen. Für Menschen zu beten, selbst wenn sie uns unterdrücken. Menschen ihre Gunst an unserem Herzen zuzulassen, selbst wenn sie uns gegenüber etwas Böses angetan haben. Denn wir haben die Liebe Gottes in unserem Herzen und er hat uns vergeben. Und wie viel haben wir nicht Schmarrn gebaut, nicht wahr? Wie viel haben wir nicht falsch gemacht? Und er hat alle unsere Sünden vergeben. Was wir doch möchten lernen, ein weiches Herz haben, auch für die Armen, dass wir auch Gunst die Armen bei uns haben und dass wir nicht vergessen, diejenigen, die so benachteiligt sind in dieser Gesellschaft. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Berufung und er ist der, der es uns nicht nur gesagt hat, er hat es uns vorgemacht. Unser Herr, der am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist, damit wir leben und Leben im Überfluss haben, dass wir auch teilen können mit denjenigen, die Gott uns anvertraut. In Jesu Namen. Amen. Oh Gloria! Oh Gloria, Vater im Himmel, danke Herr für diesen neuen Morgen. Danke Herr, dass du uns bewahrt hast, dass wir dieses Privileg haben, deinem Hause zu kommen. Danke dir für dein Wort. Herr, wir danken dir für die Errettung. Wir danken dir, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Herr, du hast uns gefunden, wo wir arm waren, wo wir noch so weit entfernt von dir waren. Und du hast uns erreicht, Herr. Wir durften das annehmen, dass Jesus Christus unser Herr und Heiland ist. Wie sind wir doch so reich beschenkt und wir danken dir so von Herzen, dass du uns nicht aufgibst, dass du uns Freude schenkst, Frieden, Liebe, Glaube, Hoffnung. Herr, deine wunderbare Zusagen. Herr, wir danken dir, aber vergib, wo wir nur immer an uns gedacht haben und wo wir vergessen haben, wirklich, Herr, dieses Wort weiter zu sagen, dass wir als Kinder Gottes, Herr, als Botschafter deiner Liebe, Herr, wirklich einen Unterschied zu machen, wo immer du uns hinstellst. Herr, du hast uns in unterschiedlichen Stellen hingestellt und immer gibt es Menschen, die bedürftig, herausgefordert sind. Du willst, dass wir deinen Unterschied machen. Vergib unseren kritischen Geist. Vergib uns, Herr, da, wo wir so oft so anklagend sind, so egoistisch, so selbstsüchtig. Herr, vergib es uns und lehre uns, Herr, wirklich nach deinen Worten zu leben, in der Liebe zu leben, im Glauben, in der Hoffnung, in der Gewissheit, dass du da bist und dass du es gut meinst. Herr, du hast eine Berufung für uns, dass wir erkannt werden als Kinder Gottes. Herr, wir wollen doch so sein, wie du bist, Jesus.
Jesus, auch wie du es uns vorgelebt hast. Herr, und du, dein erster Dienst da war an Menschen, Herr. Du hast die Menschen gesehen. Du hast auch das gesehen, das, was äußerlich oft nicht zu sehen ist. Herr, wie viel Not gibt es doch auf dieser Welt. Herr, wie viele Menschen, Herr, die sind traurig, verletzt, enttäuscht. Herr, sie sind, ja, sie verschanzen sich oft hinter ihrer Aggressivität oder sonst was. Vergib es uns, Herr, wenn wir uns oft abschrecken lassen. Lass uns wirklich erfüllt sein von dieser Liebe, da unseren Mitmenschen sehen mit deinen Augen. Herr, dass wir lernen, ein Segen zu sein, wo immer du uns hinstellst. Wir stehen auf unterschiedlichen Stellen, Herr. Herr, und du stellst uns unterschiedliche Leute hin. Aber dass wir wirklich treu erfunden werden, dort, wo du uns hinstellst. Segne jeden Einzelnen. Herr, wir gehen dieses Jahr zu Ende, Herr. Und wir sind dir dankbar für all die Führung, Leitung, Bewahrung, Segnungen, die du uns gegeben hast. So viel Wunderbares durften wir erleben. Weil, Herr, du hast auch noch mehr für uns. Und so bete ich einfach, dass unsere Herzen offen sind, dass wir neu eine Beziehung zu dir haben, dass wir auf deine Stimme hören und im Gehorsam gehen, dass dein Reich gebaut wird, dein Name verherrlicht wird und dass die Menschen, die du uns hinstellst, Herr, dass wir sie mit deinen Augen sehen. Wir danken dir, Herr. Du bist ein wunderbarer Gott. Herr, du hast uns rausgezogen aus dem Schlamm der Sünde und so hast du diese Botschaft für noch so viele, Herr, und dass dein Name verherrlicht werden möchte. Dafür bete ich, Herr, und dass du wirklich, Herr, möchtest den Unterschied machen in unserem Leben und in unserem Umfeld, wo immer du uns hinstellst. In Jesu Namen. Amen.